So Freunde, kurz, knapp, kompakt, haho, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hatte euch ja noch versprochen, wir reden mal kurz über Pokalfinals. Und zwar hatte ich, das ist allerdings schon letzte Woche gewesen, vergessen, ein Video zu machen über das Coppa Italia-Finale. Über Juve gegen Inter Mailand. Und da jetzt aber am Samstag FA Cup-Finale war, dachte ich mir, dann packen wir einfach beide zusammen rein und reden einfach über beides. Und wir fangen jetzt mal chronologisch an, und zwar mit Juve gegen Inter. Das Spiel habe ich tatsächlich sogar auch komplett gucken können. Und es ging auch tatsächlich sehr gut los für Inter Mailand. In der 6. Minute nämlich macht Nicolo Barella das 1:0. Und eigentlich war Inter Mailand in der ersten Halbzeit auch das deutlich bessere Team, denn Juve hat nicht wirklich viel zustande gebracht und lief Inter eigentlich hinterher. Aber wir gehen dann in die zweite Halbzeit, denn es blieb beim 0:1 nach 45 Minuten und Juve startete sensationell und ziemlich schnell und ja, brauchte dann 7 Minuten, um das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. In der 50. Minute Alex Sandro und in der 52. Minute Dusan Vlahovic. Und ja, irgendwie hatte ich danach nicht mehr so das Gefühl, als würde Inter Mailand dieses Spiel nochmal irgendwie drehen können, nochmal irgendwie zu ihren Gunsten lenken können. Aber es gab dann in der 80. Minute einen Strafstoß für Inter Mailand, der auch absolut berechtigt war nach Foul an Hakan Çalhanoğlu. Und dieser tritt dann auch zum Elfmeter an und verwandelt diesen eiskalt 2:2. Es ging in die Verlängerung und naja, was soll man sagen? Dieser wird dann ausgewechselt und es gibt dann in der Verlängerung noch einen Elfmeter. In der 99. Minute nämlich wieder ein Foul an Perisic und wieder meiner Meinung nach unstrittig. Diesen verwandelt dann Perisic und legt 3 Minuten später das 4:2 auf und damit steht fest, dass Inter Mailand auf den 2. Titel in dieser Saison holt und tatsächlich immer noch im Meisterschaftsrennen mit drin ist. Das heißt, das Triple wäre sogar durchaus möglich aus Supercup, Pokal und Meisterschaft. So, dann kommen wir mal zum FA Cup. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch keine Highlights angeguckt. Ich würde jetzt einfach nur euch kurz erzählen wollen, dass Jürgen Klopp seinen 2. von 4 möglichen Titeln diese Saison geholt hat. Denn nach dem Carabao Cup gewinnt er auch den FA Cup, was damit bedingt, dass er auf jeden Fall nächstes Jahr auch den Supercup spielen wird. Ja, Champions League-Finale hat er nächste Woche noch und in der Liga kann er jetzt auch wieder Meister werden. Nachdem Liverpool zwischenzeitlich gegen Tottenham patzte, nur 1:1 spielte und alles danach aussehe, als wäre City Meister, hat sich das Ganze am Wochenende wieder gelegt. City spielt nur unentschieden und wenn Liverpool sein Spiel gewinnt, ist es wieder nur noch ein Punkt und dann entscheidet der letzte Spieltag. Gleiches übrigens auch bei Inter Mailand, die nur 2 Punkte hinter dem AC liegen. Auch da kriegen wir die Meisterschaftsentscheidung am letzten Spieltag. Kann Inter Mailand seinen Titel verteidigen, ja oder nein? Gut, kommen wir zurück zu Liverpool. Nach 90 Minuten stand es 0:0 und auch nach 120 Minuten stand es 0:0. Und es musste wieder einmal das Elfmeterschießen gegen Chelsea hin. Allerdings wurde es diesmal nicht so dramatisch und spektakulär wie im Carabao Cup, falls man sich daran erinnert. Da mussten nämlich am Ende alle schießen. Und am Ende verschoss dann ein gewisser Kepa, der extra fürs Elfmeterschießen eingewechselt wurde. Und wir können ja mal kurz durchgehen, das 1:0, also Chelsea durfte anfangen, das 1:0 machte dann Alonso, dann kam James Milner und dann Vorteil Liverpool, denn Azpilicueta verschoss seinen Strafstoß und
Ja, Thiago Alcantara nutzte das dann aus und machte das 2:1 und fortan hatte Liverpool einen Vorteil. Und das lief dann bis zum 4:4, nachdem Jorginho seinen Elfmeter getroffen hatte, kommt Sadio Mané, eigentlich ein sehr sicherer Elfmeterschütze, der aber verschießt. Und plötzlich war der Vorteil wieder bei Chelsea, denn es stand danach 5:4, weil Ziyech trifft, Jota trifft 5:5. Und ja, eigentlich ist er dann klar nach 5:5, beziehungsweise nach, was war es, 3:3, ist ja auch logisch, muss Sudden Death her. Das heißt, der nächste Schütze und der nächste Schuss entscheidet. Mason Mount kommt und verschießt. Hatte in dem Fall die Aussagekraft, dass wenn Kostas Tsimikas, er ist jetzt der nächste, trifft, dann gewinnt Liverpool auch den FA Cup. Und so kam es dann. Tsimikas tritt an, macht das 6:5. Und Liverpool holt nach dem League Cup, nach dem Carabao Cup, auch den FA Cup und hat schon zwei der möglichen vier Titel und damit den ältesten Pokalwettbewerb der Welt gewonnen. Und wie gesagt, nächste Woche oder beziehungsweise in 2 Wochen wartet dann noch das Champions League Finale gegen Real Madrid auf sie. Aber auch englischer Meister könnten sie noch werden. Es sind tatsächlich immer noch alle Titel für Jürgen Klopp drin. Die Meisterschaft haben sie nicht mehr in der eigenen Hand, aber man weiß ja nie. Ihr könnt mir jetzt gerne mitteilen. Glaubt ihr, Klopp holt die letzten beiden Titel auch noch und macht damit alle 7 Titel perfekt, die er holen könnte, wenn wir jetzt Supercup, internationalen Supercup und Club-WM noch mit einrechnen? Oder bleibt ihr die Meisterschaft verwehrt und dafür holt ihr dann zum Beispiel die Champions League? Oder. Übrigens, was man noch anmerken kann, das ist jetzt bezüglich des anderen Spiels, es ist das erste Mal seit 10 Jahren, meine ich, dass Juventus Turin ohne Titel diese Saison beendet. Denn in der Meisterschaft sind sie zu weit weg. So, das an dieser Stelle. Wie gesagt, ich habe es euch jetzt kurz versprochen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hektisch, ein bisschen durcheinander. Ich glaube, ihr wurdet trotzdem gut unterhalten. Heute ist Montag, das heißt, wir hören uns Mittwoch wieder nach dem Europa League Endspiel. Und werden wir sehen, ob Eintracht Frankfurt die erste deutsche Mannschaft in der Europa League ist, die mal wieder einen Titel holt, oder ob es an die Glasgow Rangers geht. Und damit werden dann beide Mannschaften aus Glasgow in der Champions League qualifiziert. Und ansonsten, leider, hören wir uns Donnerstag nochmal zur Relegation mit der Hertha. Und Samstag Pokalfinale im DFB-Pokal, Sonntag die Talentspiele und Montag dann nochmal Hertha. Und natürlich vergesst sie jedes Mal die kleine Relegation nicht zu vergessen am Freitag und nächste Woche Dienstag. Das war's an dieser Stelle. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen und zauberhaften Abend und bis zu den nächsten Videos.